Wieso bekomme ich jetzt Line City A23 vorgeschlagen? Sind das die einzige. Du, fick dich, Alter! Fick dich! Weißt du, wie scheiße teuer diese Forschung war? Weißt du, wie scheiße teuer die war? Gut, bleibt jetzt nur auf 262 abzuwarten. Hier und hier. Und weiter. Und hier und hier. Eigentlich ein schlechter Scherz hier. Ich habe ein neues Angebot erhalten. Naja, wahrscheinlich frech. Na gut, das geht noch. Ja, es geht auch noch. Bis zu 184, bis zu 184, bis zu 92. Wird langsam Zeit für eine Betriebshoferweiterung oder was meint ihr? Das war ein Scherz. 60.000. 60. Also ich forsche lieber weiter an Solobussen. Es scheint ja hier gerade noch mehr zu bringen als andere Sachen. Budapest, Hauptstadt von Ungarn. Dankeschön, 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 danke, Dankeschön. Ein neues Angebot, ist das so? Das ist frech. Line City A21. Quatsch. Zeig mal her. Was kann der denn? A21. 83 Fahrgäste. Also der Intercity LE kann immer noch am meisten, so wisst ihr. Deswegen ungern. 70.000, na gut. Das ist schon nicht feierlich. Oh Gott. Ja, nice. Komplett verhauen. Irgendwas müssen wir jetzt auf irgendwas zuweisen.
Egal, was jetzt reinkommt für den Bus, der muss genommen werden. Es geht auch wieder hoch, sehr gut. So, es wird langsam wieder dunkel. Betriebsgelände vergrößern. Ist das unser Plan? Brauche ich nur 60 mit ein. Das sind alleine 40. Verbessere deine Betriebsbewertung. Wir könnten unsere Betriebsbewertung wahrscheinlich noch verbessern, wenn wir alle Busse davon aufrüsten. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ich leiste zwar überhaupt nichts, aber ist in Ordnung. Warte mal, wir können doch hier, können wir doch sagen, ne? Dass wenn er auf den Hof kommt, dass das alles mal gemacht werden soll. Oh, wir sind schon wieder bei einer Stunde 10 Minuten, sehe ich gerade. Hier muss das Licht noch repariert werden. Blinker. Kleinbusse interessieren mich überhaupt nicht. Ah, hier gibt's auch nichts. Gut, wie ist denn der heutige Tag? Oha, sehr gut. Sehr gut. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das dauert ja auch noch ein bisschen, ne? Ich würde mein Betriebsgelände fast vergrößern wollen. Allerdings würde ich auch gerne mehr Solobusse haben. Ich würde beides gerne. Verdammte Scheiße. Das ist keine leichte Aufgabe. Was macht man da? Was machen wir denn da? Was ist denn hier unten los? Ha, streitet ihr euch oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Dankeschön. Das tut übrigens alles der Disponent, der Chef. Guten Morgen, Erikyria. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Dein morgendlicher Kaffee wird jetzt warm gemacht. Ja, das war ein sehr guter Tag. Bisher der beste. Wenn wir überlegen, was wir davor gemacht haben. Also, was hier schon für ein Sprung war. Diese Auftragsfahrten bringen sehr viel. So. 44.000 Fahrgäste an einem Tag. We have a job. We have a job. Gebraucht. Intercity LE. 33.000. Ja, obwohl. Ja, ich kaufe den für 35. Wir brauchen die Fahrzeuge. Du musst deinen Spieltitel in Twitch ändern. Oh, ist. Oh, ja, stimmt. Hast du recht. City Bus Manager Staffel 3. Manager Staffel 3.
Und die Kategorie ist auch City Bus Manager. Fertig. So, fertig. Danke. Danke für die Info. Danke für die Info. So. Problemo ist, er hat keinen Stellplatz. Das ist aber nichts schlimm. Das können wir regeln. Straße, Mittel. Was? Ah, jetzt doch. 4, 5. Meine Latte ist fertig und wird abgeschlürft. Das klingt doch nach einem Plan. So, du kommst dahin, bekommst dieses Kennzeichen mit der Nummer 21 inzwischen. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Jupp. Gut. Kriegen wir jetzt noch irgendeinen Neber? Der wird noch zur Tankstelle fahren. Der wird jetzt noch komplett durchgenudelt. So. Irikyria, wir haben einen Plan. Und zwar ist es, 44.280 Fahrgäste an einem Tag zu befördern. Und das hier zu schaffen. Weil wir brauchen 262 Medaillen für den Schichtplan. Und 40.000. Aber das kriegen wir relativ schnell hin. Das heißt, wenn wir das hier schaffen, haben wir den Schichtplan schon mal safe. Boah, ich hätte jetzt schon Bock auf einen Kakao. Läuft es nur stabiler? Läuft es nur stabiler? Was? Läuft es nur stabiler? Läuft es nur stabiler? Läuft es nur stabiler? Alter, ich bin zu lange wach. Nun. Ah, okay. Ja. Ja, das ist richtig. Licht. Muss nochmal wieder hier ein bisschen einkaufen, wa? Es läuft viel stabiler. Echt ein geiles Spiel. Und jetzt mit dem Content Update 5, nee, 6. Ein Motor müssen wir noch dazu kaufen. Eine Klimaanlage. Mann, hör auf zu heulen, Alter! Gott, diese Kinder sind heutzutage so. Die hören nicht auf zu heulen. Es ist eine Katastrophe mit denen. Ehrlich. Meine Fresse. Schafft euch bloß keine Kinder an, wenn sie schreien. Zweihundertzweiundsechzig. Also 50 Medaillen noch. Wenn du zu lange wach bist, solltest du schlafen gehen. Nee. Nee, das habe ich schon versucht. Da bin ich kläglich gescheitert, aus Gründen. Da bin ich schon ganz froh, wenn ich mich ablenke. Der musste noch in die Lackiererei. Ich weiß, wie wir mehr Fahrgäste an einem Tag befördern, indem wir das hier einfach ein, zwei Stunden vorverschieben. Linie 2 macht aktuell ein bisschen mehr Profit, allerdings kann ich hier auch nicht riskieren. Erstmal langsame Schritte, ne? Es wird alles erst ab morgen wirksam, ist kein Problem. Das weißt du doch nicht, woher. Ob Kinder schreien. Das weißt du doch nicht, woher. Ob Kinder schreien. Ja, ich habe keine Ahnung. Irgendwas war da. Irgendwas hat die da vollgebrüllt mit. Nee, das ist jetzt so. Bla bla bla. Ich erlebe es oft genug im Bus, dass irgendwelche Frauen, irgendwelche Kinder.
Also die Frau sitzt am Handy, das Kind schreit die ganze Zeit rum und es wird sich nicht drum gekümmert, dass das Kind endlich mal leiser ist. Habe ich schon so oft erlebt. Aber wenn du dann was sagst, dann bist du wieder der Böse, wisst ihr? Hab die Nacht auch durchgemacht. Ja, warum bist du dann nicht hier eingeschaltet? Warum hast du nicht eingeschaltet? Ich war hier ganz alleine. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen Kohle. Ach ja, ich habe übrigens einiges an Schulden. War zum Notfall unterwegs. Ach so, okay, ja gut. Das erklärt das natürlich. Hier nimmt die Auftragslinie 2 hier aber nicht ein. 57, ja, naja, 53, naja. Die hier macht schon zehnfache. Wenn nicht sogar der zwölffache. Ich bin in diesem Spiel einfach ein Meister. Und nachher zu Einschulung. Ach so, es ist schon wieder. Hast du deine Einschulung, ja? Der war nicht witzig, Entschuldigung. Brauchen wir. 40.000, 80.000 brauchen wir. Wir brauchen Kohle ohne Ende. Kann mir einer Kohle drucken? Guck mal, Auftragslinie 3. Da können wir hier so einen hässlichen Sprinter draufsetzen. Wie sieht der Gebrauchtwagenmarkt aus? Intercity LA für 40.600. Das ist ein bisschen überteuert. Wenn du den für 33 loswerden willst, dann zuschlagen oder nicht zuschlagen. Das ist hier die Frage, ne? Uhr frühs. Okay, bevor die ausfällt, müssen wir die zuweisen. Ich hoffe, dass die Lehrerin mich nicht wieder aufs Klassenfoto zwingt. Da würde ich eiskalt Nein sagen. Ich hasse es, fotografiert zu werden. Ich hatte letztens eine Tesla-Mitarbeiterin, die hat aber nur das Tesla-Werk abfotografiert. So, weil es von der Autobahn doch schon sehr ansehnlich aussah. Und ich habe halt den Blitz gesehen. Erst dachte ich, hinter mir hat jemand Lichthupe gegeben oder so. Aber nee, das war dann der Blitz, als ich es dann wieder gesehen habe. Jawohl! Endlich einer, der es begriffen hat. Ja, habe ich dann noch, also wir kennen uns von ein bisschen früher. Und ja, sie hatte halt gefragt, also nicht gefragt, also sie hatte, ob sie sich noch Zigarette stopfen darf, habe ich sie darauf angesprochen, ob sie gerade ein Foto von mir gemacht hat. Hat sie verneint. Habe ich ihr auch geglaubt, kam auch sehr glaubhaft rüber alles. Also kein böses Blut. Ja. Du hast eine neue Schicht. Ist das nicht wunderbar? Boah, ich bin so froh, wenn ich den Schichtplan endlich habe.
Es läuft sehr gut. So, der ist jetzt so gesehen auch gleich abfahrtbereit. Das ist Auftragslinie 3. Die wird eigentlich immer mit so einem Sprinter abgefahren. Ich guck mal, ob ich die hier gerade verkauft kriege alle. Und ob ich mir davon so einen Sprinter hole. Neuverkauf. 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 Ich will natürlich den Maximalwert raus haben. Gebrauchten Bus und zwar Kleinbus Sprinter. 10,9. Nice. Motorschaden hat er. Hei, 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 hei. Das UKP ist grauenvoll. Kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Gern geschehen. Das hier mit dem Sprinter wird noch dauern, wa? Das sind ja auch erstmal nur die provisorischen. Die restlichen kommen ja gerade. Verkauf abbrechen. So, den zumindest da zuweisen, aber dann haben wir jetzt zwei Sprinter so gesehen, einen für die Früh-, einen für die Spätschicht. Siehst du, einer bietet 9,8, also ich biete 9,8 und einer bietet doch 9,8. Also von daher, gar kein Problem. Also wenn ihr nachher alle kommt, einmal bitte Personal total gestresst und genervt. Ich kann es denen auch nicht verübeln. Die sind im Krankenhaus arbeiten möchte ich auch nicht. Ich möchte nicht mal, glaube ich, im Krankenhaus sein als Patient oder so, weil ich, glaube ich, einfach nur ein Stressfaktor bin. Nee, wir müssen trotzdem. Das wird hier noch nicht akkurat dargestellt. Hallo, danke. Oh. So. So, ist der schon fertig? Dann kann er einmal in die Lackiererei. Wer möchte denn gerne im Krankenhaus sein? Ja, niemand. Aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, wegen irgendwas ins Krankenhaus muss, ich würde da einfach nur den Leuten auf den Sack gehen. Ja, ist ja schön, dass sie Schmerzen haben. Was sollen wir da jetzt tun? Ja, vielleicht die Schmerzen lindern? Oh Gott, jetzt sind wir so langsam out of buses hier. So, warte mal. Der ist eigentlich einsatzbereit.
Probleme Uno. Ja. Ja. Auftragslinien will ich nicht absagen. Das hier ist nicht so schlimm. Das können wir zuweisen. Das 222, Digga, wir brauchen einen Bus. Hier, der hier. Warum hast du mir nicht gerade eben angezeigt? Da ist der nächste. Vierundvierzigtausendzweihundertachtzig, schaffen wir das noch bis zum Abend? Hoffentlich. Berlin Bus GmbH ist eine Schande innerhalb der Transportbranche. Emanuele Rost, du bist eine Schande in meiner Kommentarspalte. Ja, selbst ist der Mann, die Pflege anweisen, was zu tun. Ja, Mann. Ich brauche jetzt Morphium. Geben Sie mir Morphium. Wie, Sie haben kein Morphium. Ich brauche Morphium. Weil ich Schmerzen habe. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Wird ein super Gespräch. Danke. Wir brauchen solche Busse, das ist sehr gut. Dadurch, dass wir die am Tag mindestens zweimal fast kaufen können inzwischen. Ah, leichtet uns das die Arbeit auch nochmal ungemein. Du musst schon sagen, wie viel. Ja, ich habe halt Schmerzen, ne? Also, ich glaube, 20 Milligramm sollten mich jetzt nicht töten. Sagte er und starb. Naja, dann hat sich, dann sterbe ich wenigstens ohne Schmerzen. Ist hier schon wieder, okay, gut, wird repariert. Was ist denn das für einer? Kenne ich den? Ist das ein neuer Bus? Anscheinend. Ich habe den noch gar kein Kennzeichen gegeben. 25. Ah, ist eigentlich die 24, aber egal. So, mit 44.000 Fahrgästen, das wird sehr knapp. Die Frage ist doch, ein Uhr bis 23 Uhr? 5 Busse. Ist jetzt ein Bus mehr. Wenn hier auch so ein, zwei Busse mehr sind, das können wir noch verkraften irgendwie. 4. Jetzt geht's auf 6 hoch. 6 hoch. Okay. Das sind 3 Busse mehr. Die haben wir heute dazu geholt. Das sollte kein Problem für morgen darstellen. Das war das hier, dass wir das gleich morgen knacken hier mit dem hier. Hi Chef, es freut mich wirklich für Sie zu arbeiten. Macht sehr viel Spaß. Sagt der, der fast unter komplett gestresst ist. So, verkaufen die beiden Dinger hier. Weg damit. Weg damit. Naja, heute nicht komplett lukrativ, aber davon geht jetzt auch nicht die Welt unter. Aber was wir machen, sind die Ticketpreise. Jetzt ist es Freitag, können die Ticketpreise nochmal ordentlich hochschrauben. Die Fahrgäste kaufen es trotzdem, weil sie bescheuert sind.
Nein, ich unterstelle nicht, dass alle Fahrgäste bescheuert sind. 41.800. Ist ein bisschen teuer, mein Freund. 39.2. Ich habe ein neues Angebot erhalten. Nee, also mindestens, also hier mindestens 8. Das sind ja fast 12.000. Also, das viele mit mir machen, ne, aber. So, jetzt geht's ab in Minusstand. Junge, das wird von Tag zu Tag weniger. Hier. Obwohl wir nicht Leute rausschmeißen. Es müsste sogar mehr gewesen sein. Einfach aus dem Grund, weil wir schon zwei Forscher mehr eingestellt haben. Sonntag 3.700. Ah ne, hier. Quatsch. 17.000. Ja, das hier müssten die Forscher gewesen sein. Ne, das hier müssten die Forscher gewesen sein. Okay. Ich habe ein neues Angebot erhalten. 7.000, das ist in Ordnung. Oh mein Gott. Entschuldigung. 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 Und Entschuldigung. Ich habe ein neues Angebot erhalten. Ja, das ist in Ordnung. So, dann haben wir jetzt theoretisch nur noch, also was heißt theoretisch? Wir haben nur noch zwei Parkplätze hier. Oh, wenn ich das nicht bereue, dass ich jetzt drei Busse mehr so gesehen. Naja, wir werden ja sehen, ne? Wir werden ja sehen. Wir müssen noch mal viel mehr Busfahrer. Ich glaube, 30 reichen dafür gar nicht inzwischen. Reicht auch. Vorerst. Willkommen in unserem Unternehmen. Oh, langsam wird's eng. Langsam wird's eng hier. Ich habe nur noch zwei Ersatzbusse hier. Oder zwei Reservebusse. Das muss jetzt hier heute knallen. 44.000 sollten wir wohl hinkriegen. Hier sind jetzt drei Busse mehr unterwegs. Ich opfer hier auch gefühlt mein Leben, damit ihr eure schönen Busse bekommt. Riskanter Einsatz hier. Zwei noch. Das war's dann. Mehr Busse habe ich jetzt aktuell nicht zur Verfügung. Also außer die beiden hier noch, ja, natürlich, aber wenn jetzt irgendwas kommt. Digga, wir sind am Arsch. 8:58 Uhr fährt ja nochmal Linie 2. Das sind jetzt noch 3 Stunden.
Das ist jetzt schon scheiße. 29 bis 59, ey, Digga, leck mich am Arsch. Ich hab keine Fahrzeuge mehr. Ja, jetzt werden wir komplett gefickt. Wenn wir jetzt nicht richtig Kohle reinkriegen, irgendwie, ich weiß auch nicht, Intercity Allee für 40, 8, ey, wir müssen fast für, ja, einen guten Preis hier von 37 wahrscheinlich, um jetzt, also, oh Gott, und da kommt der traurige Rest. Und es wird immer mehr. Wann kommst du rein? Du kommst gar nicht rein. Wann fährst du los? 8:55 Uhr. Okay, die ersten kommen. Okay, ja, gut, es kommen welche rein. Wir müssen echt, was? Ja, genau, und wer bezahlt mir das? Wieso nicht eins? Nein, der hat einen Platten. Willst du mich verarschen? Du hast eine Stunde Zeit. Du hast eine fucking Stunde Zeit. Komm schon, zieh an. Wir brauchen die Busse jetzt. Der ist wirklich noch gut. Und wir brauchen jetzt Kohle, wir brauchen jetzt Kohle, wir brauchen jetzt Kohle, bitte. Sprinter haben wir jetzt nicht mehr. Dankeschön. Der rettet mir jetzt zumindest ein bisschen den Arsch. Fuck, warum? Keilriemen und Licht. Kümmere dich sofort drum. Hundertfünfundzwanzig meines Wissens, genau. Nee, Depotstellplatz hier. 24, 25, genau. Beeil dich! Bist du 360? Ja, genau, es werden ja immer mehr. Du jetzt, fahr los. Du hast einen Auftrag, fahr los. Oh. Du hast einen Auftrag, fahr los! Das ist jetzt nur ein reines Hin- und Hergeschicke hier, wirklich, ohne Scheiß. Jetzt duschen ohne dich. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Komm hier. Passt sowieso nicht mit. Ich passe sowieso nicht rein. Achso, mit rein. Ja, okay. Habe ich gerade nicht gelesen. Bis zu 34. Da reicht der kleine Sprinter, wenn er dann wieder kommt. Okay, so langsam entspannt sich die Situation. 41, 41,
bist du des Wahnsinns verfallen? So, also wir haben es 13 Uhr und die 44.000 schaffen wir nicht. Ich wüsste nicht wie. Also wir haben es 13 Uhr durch und hier sind gerade mal 13, das ist nicht mal die Hälfte. Das kriegen wir hin. Mal gucken, was danach für eine Aufgabe kommt. Ich hoffe, eine leichtere. "35, nimm es oder stirb." Aber langsam. Ich muss den darauf zuweisen. Sonst wird es zu spät. 35, nimm es oder. Ja, fick dich doch. 35, 3. Ich hoffe, du kommst auf 33. Können wir uns einigen? Dankeschön! Endlich einer, der es kapiert! Bist du 77? Der ist einsatzbereit. Dann Innenreinigung, tanken, Außenreinigung. Dein Stellplatz ist hier. Du bekommst Kennzeichen 100. Lass mich kurz lügen. 26. Jupp. Kein Bus verfügbar. Naja, gut. Das werden wir noch sehen. Weitere Jahre. Schleim dir bloß nicht ein bei mir. Schleim dir bloß nicht ein bei mir. Brauche einen neuen Syllabus. Das kann doch alle nicht wahr sein hier. Also heute, ich weiß auch nicht, was los ist. Wir nehmen zwar echt gut Kohle ein, also 50.000. Und wir haben noch nicht mal den Feierabendverkehr abgewartet. Jetzt wird's scheiße. Muss. Nee, ich muss den hier zumindest darauf zuweisen. In der halben Stunde kann noch ein anderer Bus reinkommen. Kann. Kein Muss. Kommt aber nicht. Perfekt. Ein bisschen durchschnaufen, aber auch nicht viel. Digga, was ist fahr los? 16:45 hast du Dienstbeginn. Warum bist du hier noch auf dem Hof? Abfahrt, aber Dalli. Ticketpreise lassen zu wünschen. Übrigens ist mir gerade scheißegal. Das hier kriegen wir jetzt gleich hin. Wir können wahrscheinlich einen neuen Bus kaufen. Warte mal. Lass mich mal gerade gucken. 37, 35, 8. 33, nimm es oder friss es. Gut.
33, nimm es oder friss es, Alter. Digga! Das war mein Plan. Plan aufgegangen. 20 Uhr, gibt's was Neues auf dem Marktplatz? Gestern war es mehr. Na gut. Wir haben halt echt gut Schotter gemacht. Also ohne Scheiß. Ich glaube, wir haben 3 oder 4 Busse gekauft, ne? Also, das ist schon echt. 72, boah, 73 Busse. Zwei, aber. Oder? So, jetzt natürlich die Ticketpreise wieder auf den normalen Stand bringen hier. Die Fahrgäste wieder nicht rummeckern hier. Ja, Mann, Solobusse sind's einfach. Durchschnittlich 3 ist, glaube ich, alles nicht. Schick mal einen normalen Solobus rauf. Das ist mir nicht ganz koscher. 72.000, Alter. Neuer Rekord, ey. Boah. Oh Gott, warte mal. Wir müssen also die Schichten hier zuweisen.
kann doch nicht wahr sein. Dass hier nicht möglich. 1000 Fahrkarten noch. Das wird doch wohl möglich sein. Das wird doch wohl möglich sein, ey. Oh Gott, wir sind bei 1 Stunde 54. Ey, ich habe überhaupt die Zeit verpasst, ne? Ja, den hier. Oh. Da müssen wir aufpassen. Jetzt langsam gerade nur bergab, aber gleich müssten wir bergauf gehen. Digga, das mit dieser Bürofläche, ne? Also für 100 Mitarbeiter so ein Raum hier, das ist schon fragwürdig. Also wir haben, glaube ich, gerade mal 80, aber wie viel haben wir? 83 haben wir. 3 Forscher, 5 Reiniger. Wir brauchen echt ein paar mehr Reinigungskräfte hier. Ehrlich mal. So, das. Gut, was ist? Du kriegst gleich eine Gehaltskürzung, mein Freund. Überstunden. Heul mal hier rum, das wird alles ausbezahlt. Ihr verdient hier Kohle ohne Ende. Was? Stimmt. Ich habe 2 Linien ausfallen lassen. Kein Weltuntergang, war keine Auftragslinie. Doch, war eine Fuck, war eine Auftragslinie. Entschuldigung. Ist nie vorgekommen. Ihr wisst von nichts. Könnt ihr jetzt hier mal ein paar Tickets bitte verkaufen? Alter, bitte was? In den letzten 24 Stunden 40.500 Tickets. Ne, 500 Euro. Ich wollte schon sagen. 7.992. Ach. Digga, ich höre auf zu reden. Das hat keinen Sinn mehr. Ich muss jetzt langsam mal 40 oder beziehungsweise 80.000 zusammen sparen, weil jetzt geht's los. Schließe 630 Fahrten erfolgreich ab. Was haben wir an Forschung? Besseres Essen und Busverschmutzung. Nice. Achtzigtausend wollen wir, ey, es ist wow. Beschwert sich über die Ticketpreise, die sind billiger geworden.
ist das für eine Haltestelle hier bitte? Können wir mal wegfahren hier? U-Bahnhof unter den Linden. Okay. Dann kein Wunder, warum die da halten. Wir brauchen unbedingt diesen Schichtplan, ey. Digga, es ist langweilig. Dankeschön. Oh Gott, was ist denn das inzwischen hier? 27. Also Sonntag will ich die drei Plätze hier noch belegt haben. Wir brauchen jetzt mindestens drei Busse mehr. Das ist einer und ich will gerne einen als Reserve haben.
Alter, 46,3. Ne. Also entweder du bietest den für 33 an oder du kannst mich mal fett am Arsch lecken. Fünfunddreißig, komm. Spucke in der Hand. Fick dich. Fickt euch. Was habt ihr denn alle gegen mich? Endlich einer, der es versteht. Hier vorne sind ja auch schon die ersten Bosse. Naja, oh Gott. Ey, ihr seid so frech, das so teuer online zu stellen, ne? Und dann ablehnen, wisst ihr? Ich meine, ich mache ja nicht die Hälfte des Preises wie manch anderer. Hust, hust. Ey, aber für einen Samstag. 40.000, obwohl man am Freitag weniger befördert hat. Das ist schon übel. Oha, wir haben hier sogar die 100.000er-Marke geknackt. Das hat schon was zu heißen. Achtundzwanzig. So, ein nächster Bus in unserer Flotte. Mal gucken, wie der morgige Tag wirkt. Wir müssen aber auch noch einen Motor, fünf davon, drei davon, vier davon, fünf davon, sieben davon, fünf davon, drei davon. Nee, davon nichts. 7000. Plus 23 wären. Plus 3 werden 6, plus 20 werden 63, 266. Damit hätten wir es. Jetzt heißt es sparen. Ja, wir müssen noch zwei Busse kaufen. Ja, ist richtig. Aber sparen. Wir haben heute 160 Fahrten abgeschlossen.
Also 40.000, ja, 100.000 eigentlich, oder? 140.000, heieiei. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Oh boy. Aber für ein Wochenende 52.000 ist fast wie der Donnerstag. Bloß, dass ich da halt mehr Personalkosten hatte. Warte mal. 25.135 geteilt durch. Halt durch. Wie viele Mitarbeiter haben wir? 83. Nein, auch 83 muss ich mir jetzt mal merken, warte mal. 25.133, nee, 135. 135 geteilt durch 83 waren das, glaube ich, ne? Das sind 302 Euro pro Mitarbeiter pro Dings. Das geteilt durch 24 sind 12 Euro durchschnittlicher Stundenlohn bei uns. 12,60 Euro. Wir liegen 60 Cent über Mindestlohn. Gut, ich würde mich für diese Folge verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin würde ich mich ja, verabschieden. Tschüss, ich bin müde. Entschuldigung.